Die Go-Redaktion freut sich über Zuwachs und unser neues Pflegekind hebt auch bei mir richtig die Laune. Das Leben ist in Österreich zurzeit ja eher so lala, also bescheiden. Und da freut man sich natürlich umso mehr, wenn man ein Upgrade erfährt. Und genau das ist der Go-Redaktion passiert, denn wir haben ein Upgrade bekommen bei unserem Dauertester, nämlich den neuen Skoda Octavia RS iV. Der soll uns in der Stadt rein elektrisch zu unseren Terminen bringen und über Land mit mehr Tempo. Mehr Tempo? Ja, sehr gerne, doch bitte ohne schlechtes Gewissen. Mit dem Skoda Octavia RS iV geht das recht gut, denn hier macht unser neuer Dauertester die Grätsche zwischen Power und lokal emissionsfreier Mobilität. Natürlich, hier auf der Landstraße, da ist mir der reine Elektromodus relativ egal. Denn hier bin ich Fan des kräftigen Plug-in-Antriebsstrang. Der Octavia RS iV ist sehr üppig motorisiert für einen praktischen Kombi, weil man hat 245 PS mit, wovon 150 PS aus dem 1,4 Liter Benziner kommt und der Rest kommt aus der Steckdose. Wenn sie zusammenarbeiten, hat man eben die 245 PS Systemleistung in einem Kombi. Bestes Dienstfahrzeug ever! Wenn man die Leistung der Motorisierung vergisst und sich dem Interieur annimmt, dann wird recht schnell klar, dass man hier schon das gute Leben lebt. Denn man sitzt auf Sportsitzen, die trotzdem bequem sind und man greift ein Lenkrad, das sich nach ein paar tausend Euro extra anfühlt. Und das, obwohl es beim RS iV genauso schon serienmäßig dabei ist. Doch um ganz ehrlich zu bleiben, die Sitze sind ein Extra, doch dafür sind sie elektrisch und können massieren. Inklusive aller Extras kommt unser Dauertester auf rund 53.400 Euro. Das ist eine Menge Geld. Ob er die Summe auch wirklich wert ist, wird der Dauertest zeigen. Was auf jeden Fall schon auf die ersten Meter zu begeistern weiß, ist das Fahrwerk. Denn es ist eines von der intelligenten Sorte. Bei einem RS-Modell geht es auch immer um Performance. Und Performance passiert oft eher in Kurven als auf der Geraden. Und dafür gibt es das XDS Plus System, das hier verbaut ist. Das ist eine Quersperre, eine digitale. Also so gesagt, ein simuliertes Sperrdifferential. Und das hat den Job, darauf zu schauen, dass die Power genau an das Rad geht, wo es auch wirklich notwendig ist. Der elektrische Teil des Antriebsstrangs ist nicht weniger interessant, denn wenn man den Gasfuß im Zaum behält, dann fährt unser Dauertester nahezu 60 Kilometer rein elektrisch. Ich bin also schon mehr als gespannt auf unseren echten Durchschnittsverbrauch. Nichtsdestotrotz, im ersten Moment, und ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, ist es die Sportlichkeit, die mich begeistert. Ich bin mir ziemlich sicher, man gewöhnt sich daran und auch ich werde lernen, den Dauertester brav an der Steckdose aufzuladen. Aber schon jetzt lässt sich sagen, ich freue mich schon sehr auf die nächsten Monate mit dem tschechischen Sportkombi. Unser neuer Dauertester, der Skoda Octavia RS iV, wird uns die nächsten 10.000 Kilometer begleiten und wir werden auch laufend dazu Updates geben, und zwar auf unseren Social Media Kanälen. Und am Ende kommt dann das große Fazit, wie er sich so geschlagen hat im Arbeitsalltag bei der Go-Redaktion.